Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Survival Expedition. Ja, das ist ein ganz kurzes Video, es wird maximal irgendwie was mit einer Minute. Keine Ahnung, wissen wir noch nicht. Jedenfalls, es geht um Survival-Essen, Survival-Food. Ja. Und zwar hier haben wir zum Beispiel einerseits solche Tracking-Kekse in so einer luftdichten Packung. Ganz kompakt, ja, kann man halt essen, die sind ganz trocken. Weiß ich nicht, gibt es bestimmt auch irgendwie... Ich weiß nicht, ich glaube, das gibt's auf solchen Rettungsschiffen irgendwie, wenn die kein anderes Essen haben. Ja, jedenfalls als gute Energielieferanten, und wir haben auch gute Kalorien, und das ist wichtig, sind, halt Cuisine-mäßig. Also die schmecken, finde ich, gut. Das ist halt jedermann Geschmackssache, aber die liefern halt sehr, sehr viel Energie. So, dann haben wir hier eine Aufgießsuppe. Also das heißt, du packst da nur Wasser drauf und dann hast du halt eine Mahlzeit. Das, in diesem Fall ist das jetzt eine Tomatensuppe. Ja, da kannst du auch irgendwie die noch verfeinern. Wie Judas Ohr dazu tun, das schmeckt ganz gut. Gut, ja, jetzt haben wir noch eine größere Verpackung. Das ist Nudeln Napoli, genau. Das ist für eine Portion. Ja, 120 Gramm. Ja, better before. Gut, ja. Das sind halt Nudeln Napoli. Gießt man mit Wasser auf. 8 Minuten lang ziehen lassen. Und dann hat man halt eine Mahlzeit. Und ja, hier haben wir zum Beispiel auch einen Gewürzstreuer. Da kann man. Also hier ist momentan Paprikapulver drin. Dann haben wir hier Currypulver, Pfeffer und natürlich Salz. Ja, was haben wir hier noch? Wir haben hier, was ich eigentlich sehr, sehr lecker finde, aber was eigentlich recht teuer ist, ist, aber was ich gesehen habe, das gibt es bei Rewe momentan im Angebot. Das ist Beef Jerky. Das ist eine, wie soll ich sagen, das ist getrocknetes Fleisch, das aber kann man in verschiedenen Größen, also das habe ich jetzt gesehen, wie gesagt, das gibt es im Angebot bei Globusrotter? Ja, aber das haben wir jetzt bei Globusrotter gekauft, aber momentan ist es im Angebot bei Rewe. Gut, ja, was haben wir auch noch? Ist noch eine kleine Beef Jerky und die wollen wir jetzt mal öffnen. Gut, also ich kenne das, ich weiß, wie es aussieht, ich lege mir mal so Papier unter, damit der es dreckig wird oder essen. Meine Tüte ist ganz gut auf. So, ach Dreck. Tüte ist kaputt. Schere. Schere ist mein Papier. Das ist mit wieder verschließbar und so weiter. Ja, das habe ich jetzt super schön kaputt gemacht. Ja, also es kommt das schon ein recht stechender Geruch in der Nase hoch. Aber man kann es essen. Also ich schütze mal aus, was da drin ist. Das ist trockenes Fleisch, wie gesagt. Hier ist noch so ein Zeug, da kann man draufschütten, glaube ich, oder? Ja, aber steht do not eat. Also das ist irgendwie was, falls das Fleisch mal verschimmelt ist oder sowas oder als keine Ahnung. Jedenfalls, das ist Beef Jerky. Das ist getrocknetes Fleisch. Rinderfleisch? Rindfleisch, und das werde ich jetzt mal essen, glaube ich. Oh, nein, ich will Jungle Camp haben. Wieso guckst du das? Okay, ich esse das jetzt einfach mal. Nein, komm. Lass mich. Okay. Moment. Das ist eigentlich okay. Also das ist das Originale. Was sagst du? Schmeckt eigentlich voll okay. Gut, ja, jetzt bin ich dran. Ich habe keine Angst vor dem Zeug, weil ich das schon kenne, aber okay. Also ich finde, das ist super Snack für Tracking-Ausflüge und so weiter und so fort. Ich mag es sehr gerne essen. Ist jedermanns Geschmackssache. Also man muss auch nicht sowas kaufen. Man kann sich natürlich auch irgendwas anderes machen oder aus irgendwelchen Wildkräutern. Aber also für Survival ist schon ziemlich beste. Finde ich gut. Also ja, wenn ihr wollt, könnt ihr halt mal auf meine anderen Videos mal angucken und ja. Das Video liken vielleicht. Und ein Abo, je nachdem, wie ihr den Kanal findet. Und ein nettes Kommentar. Okay, nicht zu viele Anforderungen stellen. Ja. Auf jeden Fall, vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Survival Expedition. Ciao. Ciao.